Hallo und zurück zur zweiten Runde. In der letzten Folge ist der Vater zurückgekehrt und wir laufen jetzt natürlich ins Haus, damit wir unseren Vater sehen. Also hier rein mit der Morgaine. Oh, die Tür ist verschlossen. Das passiert immer, wenn Papa nach Hause kommt. Und das nur, weil sie schmusen wollen. Ah ja. Ich verstehe nicht, warum sie alleine schmusen wollen und warum es immer so lange dauert. Eltern sind komisch. Aber es ist Monate her, seit ich Papa das letzte Mal gesehen habe. Ich werde durch ihr Schlafzimmerfenster klettern und sie überraschen. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Es gibt nichts Besonderes. Bobby? Wenn ich das so mache? Okay. Also der Bobby hat uns ja vorhin schon mal hochgehoben. Dann geht es scheinbar jetzt auch wieder. Hey Bobby! Komm mal bitte her, ja? Ich brauche deine Hilfe, um an das Fenster zu kommen. Ich bin bestimmt nicht groß genug, aber ich versuche es. Okay, dann brauchen wir die Nell wahrscheinlich auch noch dazu. Nell, kannst du mir helfen, an dieses Fenster zu kommen? Wie kann ich helfen? Klettere auf Bobbys Schultern. Ich weiß nicht, ob das... Du hast den Käpt'n gehört. Spring drauf. Ja, Bobby, wenn du meinst. Okay. Und jetzt müsste er... Menschliche Leiter. Die benutzen wir jetzt. So. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ah, das ist gut. Da ist der umgeplumpst. Okay, dann hätten wir ja das schon mal so. Uns geht's gut. Gut gemacht. Ich wusste, dass es in meiner Piratencrew keine Weichlinge gibt. Ich kann es kaum erwarten, Papa. Zimmer sein? Ja, aber... Kriege ich das auf? Das ist das Fenster zum Schlafzimmer meiner Wir sehen uns später, Morgan. Müssen wir gehen? Natürlich. Morgan wird ihren Vater sehen. Okay. Du bist ganz sicher? Ich fürchte ja. Onkel Eduardo ist auf See verloren gegangen. Oh. Das hört sich aber nicht gut an. Nein, das kann nicht wahr sein. Onkel Eduardo muss irgendwo am Leben sein, Papa. Ich werde hinaussegeln. Ich werde. Es tut mir so leid, Morgan. Ich wünschte, es wäre nicht wahr, aber es ist so.
Er ging während eines Sturms über Bord. Es gibt keine Hoffnung mehr, dass er noch lebt. Onkel Eduardo! Kapitel 2 – Ein Kapitän. Wach auf, Morgan! Oh, jetzt ist er aber schnell gewachsen. Was? Alles in Ordnung? Das Gesicht ist auch lustig. Ja, mir geht es gut. Ich habe von meiner Mutter geträumt. Oh, der Captain möchte dich sofort sehen. Ah, ja. Oh, alles Gute zum Geburtstag. Was sind aber viele Geburtstage vorbeigegangen? Ach ja, heute ist mein 17. Geburtstag. Vater wird mir ein Geschenk überreichen wollen. Oh, ich frage mich, was Papa mir schenken wird. Ein Mädchen wird nicht jeden Tag 17. Ja. Ja, aber ganz schöne Proportionen hier, Mädel. Also. Ganz schön heißer Feger. Was sammeln wir hier mal einfach mal alles wieder ein, was man einsammeln kann? Schuhe. Ich lasse es lieber hier. Als Erinnerung an die Dummheit mancher. Ah ja. Ich habe sie alle schon mehrere Male ge... Okay, da kommt Schublade. Diese Pistole ist ideal dafür, einen Stab... Aber auch wenn es perfekt funktionieren wird, wird Vater mir weder Schießpulver noch Munition geben. Oh. Ja, aber die nehmen wir einfach mit. Was haben wir denn hier noch? Besticktes Taschentuch. Und hier ein Plüschtier. Hervorragende Idee. Jeder weiß, dass Herumgehen auf einem Piratenschiff mit einem Plüschtier in der Hand der beste Weg ist, den Respekt einer Crew zu gewinnen. Ah ja, okay. Dann haben wir hier Bett. Ich gehe nicht zurück ins Bett. Nicht an meinem... Ja, aber... Was haben wir denn hier alles? Wird ziemlich stumpf. Aus feinem Stoff. Kann man die kombinieren? Okay, da geht schon mal nix. Haben wir sonst noch was in der Kajüte? Also, es schaut echt ganz schön heiß aus. Also, vor allem ziemlich schnell gealtert. Was haben wir denn jetzt hier alles? Also hier haben wir Magens, leere Kajüte, Alessandros Kajüte. Ah, ein Poster. Kann man das mitnehmen? Lass es hier. Es erhält den Flur. Ja, die Lampe, aber nicht das Poster. Stumpfe Platte. Kann man die mitnehmen? Kann man echt mitnehmen. Unglaublich. Leere Kajüte. Kann man da reingehen? Mein eigenes Zimmer ist gleich nebenan, wenn ich mich ausruhen will. Kann man in Alessandros? Ach. Alles Gute zum Geburtstag, Morgan. Ja, aber das ist doch nicht der Vater, das ist doch der Onkel. Danke, Vater. Ich fühle mich jetzt mit 17 wie eine richtige Frau. Oder habe ich das vorhin falsch verstanden, dass der Onkel verschwunden ist? Naja. Das wirst du noch werden, ganz sicher. Ich freue mich so sehr, dass mein kleines Mädchen erwachsen wird. Papa! Deine Mutter wäre so stolz auf dich. Habe ich das vorhin scheinbar falsch verstanden. Der Onkel ist verschwunden, nicht der Vater.
Also, kann man das Bild mitnehmen von der Mutter? Ich liebe es, Mamas Bild anzuschauen. Aber Papa wäre verärgert, wenn ich es berühren würde. Eine Seeschlange. Kann man die nehmen? Oh, ich werde sie auf keinen Fall anfassen. Ich hasse ausgestopfte Tiere. Na, irgendwie schaut die ja aus wie von Dschungelbuch die K. Nein. Zumindest der Als Kopf. Als ich sie das letzte Mal berührte, habe ich 2 Tage gebraucht, ihre Fäden zu entwirren. Meckelwurf? Wir sind im Moment auf Bounty Island. Hier bin ich aufgewachsen. Okay. Geh erstmal hier raus. Erkunden wir noch ein bisschen das Schiff. Also, gehen wir mal aufs Hauptdeck. Wo willst du hin? Wer sagt das zu mir? Ah, okay. Das ist so quasi eine Schnellreise. Die örtliche Insel. Ich sollte mit Papa reden, bevor ich das Schiff verlasse. Okay. Einen anderen Ort segeln? Ich kenne keine anderen Orte. Okay. Gut. Ja. Da kann man nichts machen. Dann müssen wir zurück zum Vater. Dann quatschen wir mal mit den Zweien hier. Hi, Diego. Welche Arbeiten hast du heute für mich? Ah, nee. Darüber musst du mit deinem Vater sprechen. Okay. Dann reden wir halt mit dem Vater. Hast du durch das Fenster gesehen? Es ist so aufregend, nach all dieser Zeit wieder zurück auf Bounty Island zu sein. Da werden wir natürlich auf die anderen drei auch nachher wieder stoßen. Oh ja, natürlich. Entschuldige, ich war nur gerade in Gedanken versunken. Die blinzelt sogar. Der ausgestopfte Schlangenkopf. Und die schaut original aus wie aus dem Dschungelbuch. Die K. Also, echt lustig. Okay. Papa? Ja, Morgan? Ja, dann machen wir hier weiter. Papa? Geburtstag. Es geht um meinen Geburtstag. Du denkst, ich habe dein Geschenk vergessen, nicht wahr? Ja. Natürlich nicht, aber... Aber? Ich habe da etwas Kleines. Kleines? Was denn? Was kriegt sie denn? Oh, holla. Oh, Papa, richtig, das ist wundervoll. Richtig coolen Säbelschwert. Es ist normal, dass eine Person von deinem Rang ein entsprechendes Schwert besitzt. Ja, bin ich natürlich meinem richtig Rang? Neugierig gleich. Dann sollte wenn ich wohl ja mein altes Schwert behalten. Der zweite Teil deines Geschenks ist, dass ich dich zum 2. Offizier befördere. Aha. Oh, der ist, glaube ich, einer gerade böse. Haha, beachte Diego nicht. Er denkt immer noch, dass du zu jung bist. Papa, das ist das schönste Geburtstagsgeschenk, das ich jemals bekommen habe. Ja. Welche Pflichten habe ich als 2. Offizier, Captain? Es wird Zeit, dass du mehr Verantwortung auf dem Schiff übernimmst. Okay. Ich werde dich mit Aufgaben betrauen, die normalerweise einem Captain zufallen. Okay. Ja, dann machen wir doch gleich weiter. Ich werde dich nicht enttäuschen, Papa. Ich meine, Captain. Leichter gesagt als getan. Oh, da ist einer angefressen. Ja, dann machen wir Welche mal. Pflichten habe ich als 2. Offizier, Captain? Es wird Zeit, dass du mehr... Ich werde dich mit schon. Aufgaben betrauen,
Ich werde dich nicht enttäuschen. Leichter gesagt als getan. Das hatten wir schon. was haben wir denn sonst noch? Bounty es Island. Es ist so aufregend, nach all diesen Jahren nach... Die Winsome Maid ist unser Zuhause. Wie bereits seit 10 Jahren. Wir sind nur geschäftlich hier. Ja, aber du weißt, was ich meine. Das Leben auf einem Schiff ist nicht dasselbe. So wie das Leben auf Bounty Island ohne deine Mutter. Deswegen sind wir weggegangen. Oh, ja, aber was ist mit der Mutter? Ich weiß, Papa, aber... Hör zu. Nicht viele Kinder haben schon so viel von der Welt gesehen wie du in den letzten 10 Jahren, Morgan. Ja, aber warum ist die Mutter weg? Das aber nicht viele Kinder haben ihre Mutter so jung verloren wie ich. Wenn ich eine Wahl hätte... Ja, aber an was verloren? Also hier, das ist momentan ein bisschen komisch, weil irgendwie auch... sie trifft ihren Vater wieder und ja, und dann ist die Mutter auf einmal weg. Du kannst nicht, ich... Okay. Entschuldige, Papa. Ich weiß, du hast immer das getan, was du für das Beste für uns hieltest. Mach mal Aufgaben. Welche Aufgaben soll ich erfüllen? Es gibt 2 Dinge, die du übernehmen wirst, aber an Land. Okay. Zuerst musst du 3 neue Crewmitglieder finden, um die zu ersetzen, die ich vor 2 Tagen hinausgeworfen habe. Naja, ihre 2 besten Freunde hat's ja. Also die wird sie mit Sicherheit anwerben dann. Die zweite Aufgabe besteht darin, Arbeit für uns zu finden. Zum Beispiel eine Fracht transportieren. Okay. Warum muss ich das tun? Du solltest mittlerweile wissen, dass Captain sein nicht nur bedeutet, ein Schiff zu steuern, Morgan. Das weiß ich. Ich meinte nur, warum sollen wir eine langweilige Fracht annehmen? Wir sind schließlich Piraten. Haha, nein, wir wollen keine langweilige Ladung. Finde für uns eine Arbeit, die kein anderer übernimmt. Okay. So können wir mehr dafür berechnen. Ja, ich verstehe. Irgendetwas mit ein wenig Gefahr und Abenteuer. Gut. Dann, Mama. Du bist der Captain, Papa. Habe ich wirklich die Macht, diese Geschäfte zu führen? Das wollen wir natürlich ja. auch wissen. Zum Zwecke dieser Übung bist du der momentane Captain. Ah ja. Aber sei darauf vorbereitet, die Konsequenzen aller Handlungen und Entscheidungen, die du machst, zu tragen. Okay, also da... Natürlich, Captain. Das ist schon wieder interessant. Also es gibt immer mehrere Wege scheinbar. Und dementsprechend verhält sich dann die Geschichte. Also es wird immer interessanter. Gut, dann fragen wir jetzt natürlich nach der Mutter, weil ich möchte schon wissen, warum die jetzt auf einmal weg ist. Ich habe von Mama geträumt. Morgan? In meinem Traum war ich ein Kind und Mama war so lebendig und schön. Wenn du der stellvertretende Captain sein willst, solltest du deine Aufgaben sofort in Angriff nehmen, Lieb. Aber warum willst du nie über Mama reden? Misch dich nicht ein, Morgan. Ich weiß, was das Beste für mich ist. Ja, für ihn, aber nicht für den Morgan. Okay, dann reden wir jetzt nochmal mit dem... Hi, Diego. Diego. Welche Arbeiten hast du heute für mich? Dein Vater hat sich darum gekümmert, Morgan. Oh, der ist halt echt böse angefressen, der Typ. Ich denke, Papa hat mich nur zum stellvertretenden Captain gemacht, weil er sich weigert, einen Fuß auf die Insel zu setzen. Okay. Diese Verweigerung, sich mit Mamas Tod abzufinden, dauert schon viel zu lange. Es mag eine Weile dauern, aber ich werde ihm helfen, mit diesem Problem fertig zu werden. Also es ist echt sehr,
sehr komisch alles. Jetzt probiere ich das mit dem Plakat nochmal. Lass es hier. Okay, es geht nicht. Ja gut, dann gehen wir aufs Hauptdeck. Wo willst du hin? Wir gehen natürlich an Bounty Island jetzt, weil wir haben ja eine Aufgabe. In Ordnung, Captain Morgan. Wie lauten Ihre Befehle, Captain? Ja, aber ganz schön hochnäsig ist er auch. Ich finde sofort zuverlässige Crewmitglieder. Noch etwas, Captain? Ja, finde Arbeit für die Windsor Maid. Etwas. Ei, ei, Captain. Frische Beute, Fisch. Ja, nein. Ich weiß nicht, ob ein eventueller Ruf als Dieb mir bei. Okay. Lebensmittelgeschäft. Kann man da was machen? Der Laden ist geschlossen. Okay. Unbekannte Figur. Die Pause des Admirals. Gehen wir doch da mal rein. Die anderen zwei, die kann man, drei kann man ja immer noch anquatschen. Also irgendwie, der schaut doch sehr bekannt aus und die schaut auch sehr bekannt aus. Ich rede mal mit der Tussi. Entschuldige bitte, kennen wir uns? Mel! Ja, genau, so denke ich mir doch. Morgan! Hätten wir ja schon mal die erste. Die, ich habe dich schon Jahre nicht mehr gesehen. Als Crewmitglied holen könnten. Ich freue mich zu sehen, dass es dir gut geht. Ich mich auch, Morgan. Die nehmen wir natürlich mit, wenn sie mitgehen will. Wie viel Spaß wir als Kinder hatten. Du warst immer eine so gute Freundin. Ich hätte nie erwartet, dich in einem Gasthof rumhängen zu sehen. Warum nicht? Du bist doch auch hier. Ich habe einen Grund dafür. Ich suche neue Crewmitglieder für mein Schiff. Genau, das ist doch schon mal gut. Du bist ein Captain? Stellvertretender Captain. Papa ist noch immer der richtige Captain. Immer wenn ein neues Schiff in den Hafen läuft, komme ich her in der Hoffnung, etwas Neues von Bobby zu hören. Oh, Bobby. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seitdem er vor Monaten zur See gefahren ist. Okay, der Auf meinem Schiff gibt es keine Neuigkeiten über Bobby. Es tut mir leid. Dann sollte ich das Geschäft wieder eröffnen. Und Arno? Ich habe bemerkt, dass Arno in der Stadt ist. Ja, er hat eben versucht, bei mir ein paar Äpfel zu stehlen. Oh. Versucht? Ich konnte seine Meinung ändern, als er einen Blick auf das Ende meiner Flinte werfen durfte. Ich wünschte, ich hätte sein Gesicht gesehen. Nett. Ja, gut. Ich sollte das Geschäft wieder eröffnen. Ja, dann öffnet es mal wieder. Kann man das? Ein in die Luft geworfenes Bild endet immer auf dem Boden. Das habe ich von einem gewissen Newt. Ah ja. Dann reden wir doch mal mit den Typen hier. Hallo, ich heiße Morgan. Ich bin Tasco, der Besitzer dieser Einrichtung. Okay. Kaufmann. Ich möchte mit einem der Kaufmänner der Insel Geschäfte machen. Wirklich? Ich suche nach einer Ladung für mein Schiff. Der reichste Kaufmann der Insel sucht zufällig gerade nach einem Schiff, das er chartern kann. Wissen Sie, wo ich ihn finden kann? Er hat gerade eine Besprechung in meinem Hinterzimmer, aber ich lasse ihn wissen, dass Sie ihn treffen möchten. Okay. Danke, Tasco. Hinterzimmer? Das Hinterzimmer ist ja hier, oder habe ich erst gar nichts gesehen? Komisch. Oh, der schaut auch sehr verrückt aus. Also sehr glücklich hat der Typ da jetzt auch nicht ausgeschaut. Reden wir aber erst noch, bevor ich mit den Typen hier rede, lieber noch mit dem hier. Guten Tag, Signorita.
Ich bin Captain Morgan von der Windsor Maid. Jeder nennt mich Nacho. Nacho. Weil es das Einzige ist, was ich esse. Aha. Ich wette, dass die Luft um dich herum nicht frisch bleibt. Aha. Ich suche nach 3 neuen Crewmitgliedern für mein Schiff. Wären Sie interessiert? Da ich gerade arbeitslos bin, würde ich die Gelegenheit normalerweise... aber es soll Unglück bringen unter einem Wer sagt das? Ich! Haben Sie es nicht gerade gehört? Davon abgesehen kann irgendetwas nicht stimmen, wenn Sie keine weiteren 2 Crewmitglieder finden können. Naja. Ich komme wieder, wenn ich Crewmitglieder habe. Ah ja, okay. Gut, dann sprechen wir jetzt natürlich mit ihm, wenn der die Fracht für uns hätte. Ich bin Morgan. Mein Schiff ist die Windsor Maid. Tasco hat mir gesagt, dass Sie ein Schiff chartern möchten. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Ich bin Thomas Briscoe und ja, ich suche nach einem Schiff, wenn es ein schnelles ist. Haben Sie noch nie von der Windsor Maid gehört? Sollte ich? Oh ja. Also, es ist das Schiff, das das Kestrelrennen in weniger als 12 Tagen geschafft hat. Was wird geladen? Nur ein Passagier. Mich. So nicht viel. Ich habe Sie vorher mit Hilary Simpkins zusammen gesehen. Ja, Captain Simpkins ist eine der Optionen für mein Geschäft. Mhm. Er wird Ihnen wahrscheinlich die Kehle durchschneiden, Ihr Geld nehmen und Ihr Geschäft vergessen. Ah, ja. Ach, kommen Sie. Ist das nicht reines Rivalitätsgerede zwischen Captains? Vielleicht. Aber Sie müssen doch Zweifel haben, sonst hätten Sie das Schiff bereits gechartert. Genau. Dann warum möchten Sie ein Schiff für eine einfache Reise chartern? Es ist keine einfache Reise. Es ist eine Entdeckungsreise. Also. Gibt es Gefahren und Abenteuer? Natürlich. Deshalb muss ich sicher sein, das richtige Schiff mit der richtigen Crew zu chartern. Es hört sich an, als hätte ich genau das Schiff, das... Ich bin nicht so sicher. Ich bin noch nie mit einer Frau ge... Es gibt viele Dinge, die ich noch nie mit einer Frau erlebt habe. Ich kann Ihnen versichern, dass das Schiff von höchster Qualität ist. Das mag sein, aber welche Sicherheiten können Sie mir geben? Um Ihnen meine guten Absichten zu zeigen, bin ich bereit, Ihnen zu beweisen, dass es sich lohnt, mit mir zu segeln. Genau. In Ordnung. Wären Sie einverstanden, für mich eine Aufgabe zu übernehmen? Wenn Sie Erfolg haben, chartere ich Ihr Schiff. Das hört sich doch gut an. Sagen Sie mir einfach, was ich machen soll. Im Rathaus befindet sich eine Karte, die mir gehört. Ich hatte sie auf die Insel geschickt. Aber als ich ankam, hat der Gouverneur sie beschlagnahmt. Okay. Woher weiß ich, dass es Ihre Karte ist? Ich habe den Zahlungsbeleg. Sie müssen nur die Karte mit der entsprechenden Seriennummer finden. Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich ihn mitnehme? Nein, aber ich gebe Ihnen eine Kopie der Seriennummer mit. Das ist doch schon mal gut. Gut, Reiseschiff, das haben wir schon alles. Dann beenden wir das. Kann man jetzt hier in den Hinterraum? Ja, wir können in den Hinterraum. Eine fettige Bratpfanne, kann man die mitnehmen? Nee. Ich habe keine Lust, das auf... Naja, es sei denn, Bargeld spielt mit eine Rolle. Nahrung, kann man die mitnehmen? Ich kann mir kaum vorstellen, wie Möhren, Blumenkohl oder Kürb... Ja gut, da geht momentan nichts. Nacho, der will momentan auch nichts. Ich sollte mit dem Gastwirt reden, wenn ich etwas möchte. Entschuldigung? Ja? Ah, okay. Ja. Dann gehen wir hier raus.
Ja, schade. Eigentlich dachte ich, dass man die Jugendfreundin anheuern könnte. Jetzt quatscht man natürlich hier die Jungs auch an. Da hallo, man ich bin Morgan Castillo. Vielleicht noch den einen oder anderen Mann hier kriegen. Als Crew. Razzo ist mein Name. Captain. Razzo ist mein Name. Aha. Ich bin auf der Suche nach Crewmitgliedern, die sich meinem Schiff anschließen. Das hängt davon ab. Von was? Von was? Carlo und ich sind noch nie mit einer Frau gesegelt. Woher sollen wir wissen, dass es sicher ist? Vielleicht gibt es einen anderen Weg, wie sie sich uns beweisen? So eine Frechheit. Wie soll ich mich beweisen, Razzo? Kommen Sie schon, Mann. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Wissen Sie, wir denken darüber nach und der Ruby Empress. Ach ja? Was ich gerade Carlo erzählen wollte. Hören Sie mit dem Gesäusel auf, Razzo. Ja, wollte sagen. Sagen Sie mir einfach, was Sie wollen. Das ist ja nur Schwachsinn, was der da hier verzapft. Ein Mitglied einer Piratencrew braucht ein gutes Schwert. In Ordnung. Ein Schwert. Ja, ein Schwert haben. Also wir haben ja hier. Oh. Wenn ich ihm das Schwert jetzt gebe. Was für eine schlechte Idee. Einem Pirat ein altes Schwert anbieten ist wie in sein Gesicht spucken. Okay. Nehmen wir doch Arnos Schwert. Hey, lass es sein! Du kannst es nicht einfach nehmen! Ich gehöre nicht mehr zu eurer Crew! Ich wollte es nur von nahen sehen. Geht natürlich nicht. Hallo, Arno. Was willst du? Ich freue mich auch, dich zu sehen, Arno. Werd ja nicht frech. Natürlich nicht. Du könntest nie mithalten, wenn ich es täte. Das ist ein gutes Schwert. Captain Simpkins gab es mir, als ich mich seiner Crew anschloss. Er muss versteckte Qualitäten bei dir gefunden haben, die wir vermisst haben. Er ist ein wahrer Piraten-Captain, nicht so wie dein Weichling von Vater. Da also, weise ich nicht an. Irgendwie habe ich schon wieder einen Bock auf ihn einzuschlagen. Wenn ich es ihm erzähle. Naja, ich habe keine Angst, ich. Du wirst es nicht erzählen. Das Schwert ist blitzblank. Ich habe es gerade poliert. Es ist hübsch. Ah, ja. Du liebst Glenn. Wo ist das Problem? Viele Leute sind nicht sehr fasziniert davon. Kann ich? Ich will das. Hey, lass es sein. Du kannst es nicht einfach nehmen. Ich wollte es. Na gut. Das ist schon viel besser. Er sieht wieder wie ein Spiegel aus. Okay. Kann man da sonst noch was kombinieren? Morgan Kist. Ich bin Carlo. Du bist hübsch. Oh, ich danke bin Captain schön. Morgan, zu deiner Information. Genau. Wie soll ich mich beweisen, Carlo? Ich habe Hunger. Können Sie mir etwas zu essen herbeischaffen? Carlo! Du solltest an etwas Größeres denken. Das ist Carlos Entscheidung und etwas zu essen finden ist seine Wahl. Genau. Wenn ich jetzt hier natürlich. Kann ich
Dorn, Fisch. Ich weiß nicht, ob ein eventueller Ruf als... Na gut, gehen wir natürlich hier zu Nell nochmal. Hallo Nell. Hallo Morgan. Ich brauche ein paar Lebensmittel für Carlo da drüben. Wenn das der große Typ ist, kostet es dich 5 Dublonen, um ihn satt zu kriegen. Ich habe keine 5 Dublonen dabei. Ich gebe es dir umsonst, wenn du mir einen Gefallen erweist. Ah, welchen ja. Gefallen? Ich mache mir wirklich Sorgen um Bobby. Könntest du auf deinen Reisen nach ihm Ausschau halten? Ich kann nicht gezielt nach ihm suchen, aber da wir herumreisen, werde ich sehen, was ich herausfinden kann. Danke, Morgan. Ja, das ist doch cool. Hähnchen? Wo hast du diese Hähnchenflügel her? Sie sind von Hollow Island. Aber es sind nicht irgendwelche Hähnchenflügel. Was meinst du damit? Es sind Flügel von Rennhühnern. Mageres Fleisch ohne... Hört sich nach der idealen Wahl für Carlo an. Ah, okay. Wir haben hier schon Nahrung. Jetzt gehen wir natürlich... Carlo, wie steht's mit Brathähnchen? Ist es von Kentucky's? Nein, meine Freundin Nell hat es mir gegeben. Perfekt. Das beste Hähnchen, das es gibt. Ich trete ihrer Crew bei, Miss Captain. Die Hähnchenknochen nehmen wir natürlich auch mit auf. Ein kleiner verbogener Knochen, das hört sich quasi an wie, ja, wie ein Dietrich zum Schlösserknacken oder so. Also, wir werden es mit Sicherheit in der nächsten Folge auch herausfinden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ja, bis dann. Tschüss.